Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Europa Universalis 4 mit Frankreich. Ja, wir haben innere Unruhen gehabt. Wir haben allerdings unsere Stabilität ein bisschen gesteigert und dadurch sind wir ein bisschen besser geworden. Das mit den Unruhen sollte dann vielleicht doch noch zurückgehen. Wir haben hier aber immer noch ein besetztes Land durch den, keine Ahnung, wie er jetzt hieß. Und da müssen wir noch was dran tun. Dann marschieren wir erstmal damit rein. Die 15. Armee ist da, glaube ich, auch hin unterwegs. Wir hatten letztes Mal ja mit den Engländern Frieden geschlossen, haben Calais dadurch erhalten. Und da müssen wir auch noch was machen, denke ich mal. Schiffsbauen. Sollten anwerben? Nee, das will ich alles gar nicht. Okay, lass erstmal so. Ja, gut. Kann man doch da die Provinz zur Kernprovinz machen, oder? Ist das eine Kernprovinz von uns? Müssen wir gleich mal gucken. Aber jetzt erstmal zu den anderen Sachen. Gehen wir erstmal hier oben vor. Ja, Einheit haben Verluste erlitten, das wissen wir. Oh, da ist schon was weggegangen. Weiß ich jetzt gar nicht, was das war. Beraterplatz ist frei, das war der untere, den können wir uns aber nicht unbedingt leisten. Aragon ist nicht länger ein gültiger Rivale für Frankreich, okay. Hier wird jetzt das zurückerobert. Ah, ist auch schon passiert. Wunderbar, wen haben wir hier bei uns im Land? Lothringen ist da, okay. Die sind ja hier irgendwo zu Hause, keine Ahnung wo jetzt. Waffenruhen werden enden, ist klar. 82 sind noch 6 Jahre. Provinzverbesserung können wir bauen. Weißt du was? Dann machen wir mal gerade eine Pause. Gucken uns jetzt erstmal an, was wir bauen können. Hier würden wir permanent Geld dazu kriegen. Ne? Das hatten wir ja schon gesagt. Und hier... soldatenmäßig was. Mannstärken werden dadurch auch mehr, natürlich. Und hier beim Marktplatz haben wir dann Handelseinfluss, der sich steigert. Aber ich glaube, wir gehen erstmal über den Tempel. Ja, da oben können wir wohl noch nicht. 20, 16, 20, 10, 16, 10, 13, 20. 20 ist das höchste irgendwie. Hier können wir noch 3er bauen. Machen wir erstmal. Ach, da oben ist kein Platz mehr frei, deswegen okay. Okay, dann können wir noch viel mehr Geld ausgeben. Dann machen wir da auch noch ein. Und da unten geht nicht, weil schon voll besetzt ist. Hier oben wäre noch einer möglich, ne? Und da auch noch einer. So, das soll dann reichen. Wir haben auch nicht mehr Geld über. Provinzverbesserungen sind also durch. Beraterplatz ist klar, hatten wir schon. Das ist, wenn uns was ändert, dann machen wir das weg, oder? Ne, lassen wir so. Umkämpfte Nachfolger. Polen. Lüneburg. Das ist hier. Oh, wir können uns noch einen Kampfgeneral dazu holen umsonst. Das machen wir doch mal. Und wir können jetzt einen zweiten umsonst dabei haben, oder wie? Okay. Die sind die Truppen, die haben einen Anführer und die anderen Truppen haben keinen. Dann können wir den dazu nehmen. Fernkampf, Nahkampf, Manöver. Okay, lassen wir so erstmal. Vor, Truppen von vor sind das. Die sind wahrscheinlich auf dem Weg nach Hause. Wir können jetzt, glaube ich, wieder laufen lassen.
Das kann alles zu. Ja. Die füllen wir dann wieder auf. Das dürfte auch nicht das Problem sein. Ja, es ist die Frage, wo stationieren wir die? Vielleicht hier? Ich glaube, wäre besser. Aber da ist eine Blockade. Ah. Vielleicht nicht. So, jetzt haben wir die Beziehung mit Foix verbessert. Dann berufen wir den Diplomaten ab. Und wir gucken, was wir dann als nächstes dort machen können. Annexion fordern wir dann. Gut, die läuft. Das ist auch gut so. Oh. Die Lothringer sind hier bei den Engländern. Vielleicht sollten wir noch einen Anspruch fingieren oder sowas machen. Da können wir jetzt aber nichts machen. Genauso wenig wie da. Doch, da geht. Anspruch fingieren. Okay. Die anderen brauchen wir nicht. Oder können wir nicht, sagen wir es so. So, damit sind die beschäftigt. Engländer haben schon wieder kapituliert. Das läuft jetzt eigentlich ganz gut erstmal gerade so, würde ich sagen. Es wäre interessant, was hier raus wird. Kent können wir auch hier den Anspruch fingieren. Ja, guck mal, das wäre auch eine coole Sache, oder? So. Das können wir nicht. Okay, weil wir keinen mehr haben, aber das sollten wir darüber nachdenken, dass wir das Land vielleicht auch kriegen, oder? Ja, unkolonisiertes Land. Dafür bräuchten wir einen Missionar. Nee, einen Eroberer. Nicht Missionar. Kolonisten hier, so einen brauchen wir. Und den müssen doch Ideen freigeschaltet werden, okay. Haben wir denn schon irgendwelche Ideen wieder zu Gange? Ne, das war einer daneben, hier. Ja, da geht's langsam voran. Schiffswerft kommt dann. Aha. Okay. Aragorn ist aktiv. Lothringen. Bin gespannt, was das hier am Ende wird mit den Engländern und den Bretonen. Wie sieht das hier eigentlich aus? Provence 185. Die Provinz hat jetzt die Kultur, die wir wünschen. Okay, da können wir auch noch weiterarbeiten. Das müssen wir hier irgendwo machen, ne? Papstübersicht aufrufen, das ist ja auch noch interessant. 5. Loyalität. Tja. Wir hätten den meisten Einfluss, den haben wir ja. Machen wir doch mal so, oder? Was haben wir hier noch? Kostet 10 Papsteinfluss, 40 Papsteinfluss. Okay, das lassen wir erstmal noch. Hier wollte ich hin. Da geht noch nichts voran. Das dürfen wir auch noch nicht machen. Was kommt denn da so? Zentralisierung. Jetzt wird gerade gespeichert. Und danach patriotische Begeisterung. Adam Smith Ökonomie. Auch interessant. Produzieren wir besser.
Aber Kolonisten, da müssten wir dann noch überlegen, was wir da machen, ne? Ist das hier, ne? Ja, wir haben gar keinen, ne? Kriegt man den woanders? Hier kriegt man den Entdeckungsideen, kriegt man den auch. Okay, und wie steht das da? Okay, dann wäre es vielleicht eher da an der Sachlage, das zu machen, ne? Übersee. Jetzt wurde man, unser Dienst ist gestorben. Super, haben wir wieder ein weniger. Aber das ist keiner von unseren, ne? Nein. Gut, da sind wir so weit. Hier geht es ja voran, dass wir da unten die Artillerie dann auch mal kriegen. Wäre wichtig. Was machen wir gerade? 26% an Foi und 7, 38% den Anspruch auf dieses kleine Ländlein. Wir können wahrscheinlich schon wieder was bauen, genau so ist es. Baracke würde unsere Mannstärke erhöhen, was ich gar nicht momentan möchte. Der Markt. 1,80, 1. Da ist 2. Champagner. Der ist auch Champagner. Ja. Da wäre Picardie 2,20 sogar. Ich glaube, das machen wir dann mal. Gehört zum Ärmelkanal. Mehr können wir uns gerade nicht leisten. Auch gut. Wie ist denn der Einfluss im Handel bei uns dann? Ne, das war der Handel. So, die Karte sollten wir vielleicht anzeigen. Ne? Das ist besser, ne? Wir leiten nach dahin um, oder wie sehe ich das? Schöpft ab. 0,5. Schöpft ab. Ich glaube, da müssen wir was ändern. Sortiert noch Einkommen. Handelseinfluss. Tiert nach Wert. Lübeck ist klar. Genua. Handelseinfluss übertragen. Blé de Rieux ist da oben. Steht auch dran, Champagner, ne? Unterwegs. So sollte angekommen sein. Ich glaube, ist auch mehr geworden. Ja, der Handel, das ist auch noch so eine Sache. Das ist, muss man sich noch richtig stark mit befassen, denke ich mal. Im eigenen Land sind wir irgendwie nicht so positiv unterwegs. 16 und hier sammeln wir 4 ab. Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Wir sammeln 0,16 und hier
Gar nichts. Im Ärmelkanal sammeln wir, aber in Genua sammeln wir gar nichts. Dann ist das doch über, oder? Ja, dann bringt das nichts. Dann können wir auch wieder in eine Champagne gehen. Abschöpfen. So, wann kommt er an? Jetzt. Ändert sich hier was? Nicht wirklich. Oh, da müssen wir das umleiten. Verwendet um mehr Geld. Ja, das bringt mir ja gar nichts, weil das Endstation ist Genua, ne? Ja, lass mal so dann. Gut, haben wir. Okay, ich denke mal, für die Runde soll es dann jetzt auch erst wieder reichen. Können gerade noch gucken, ob wir hier noch was basteln können. Nein, geht nicht. Ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.